Karl Stahl ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Süßen. Wir sind weltweit mit 1800 Mitarbeitern aktiv, beschäftigen uns in unserem Kernbereich mit der Hebetechnik, mit dem Thema Arbeitssicherheit, die wir gemeinsam mit unseren Kunden optimieren. Und durch diese dezentrale Struktur mit sehr viel eigenverantwortlich handelnden Einheiten, die weltweit verteilt sind, bieten für uns Digitalisierung und Industrie 4.0 Ansätze ideale Möglichkeiten, hier Prozesse zu optimieren und gemeinsam mit unseren Kunden zu gestalten. Hier im Werk fertigen wir Anschlagketten individuell auf Kundenwunsch. Eine Anschlagkette ist ein Element, das eine Verbindung zwischen Kran und Last darstellt. Und damit wir eine eindeutige Unterscheidung zwischen zwei Produkten, die keine Serialnummer haben, vornehmen können, haben wir den Chipster entwickelt. Parallel zur Entwicklung des Chipsters haben wir ein digitales Serviceportal zur Verwaltung von Betriebsmitteln entwickelt. Und wir haben dann feststellen müssen, dass es gar nicht so einfach ist, ein digitales Produkt auf den Markt zu bringen, wenn man bisher rein mechanische Produkte verkauft hat. Wir haben zu Beginn versucht, über sehr viele PowerPoint-Präsentationen Verständnis für das Produkt zu schaffen. Und haben dann festgestellt, dass es über die konventionellen Methoden nicht funktioniert und haben dann einen interaktiven Raum geschaffen, die Ideenwerkstatt, wo man digitale Produkte anfassen kann. Und das haben wir realisiert, indem wir mehrere Bereiche gemacht haben. Einmal mit viel digitaler Technik, mit Monitoren, einmal mit neuen Prototypen, die man überall letztendlich begreifen kann, indem man sie anfassen kann. Ja, früher hatten wir unsere Aufträge in Papierform bekommen, haben dann auch die Prüfergebnisse in Papierform dokumentiert. Heute bekommen wir unsere Aufträge in einer Prüf-App und mit dieser Prüf-App können wir dann die Aufträge abarbeiten. Ja, für den Kunden besteht der Vorteil darin, dass die Prüfergebnisse zeitnah erfolgen. Das heißt, er hat am nächsten Tag die Möglichkeit, diese Prüfergebnisse einzusehen. Er sieht auch, wie viele Produkte in seinem Unternehmen verwendet werden und wo sie verwendet werden. Und der weitere Nutzen ist dann zukünftig, wenn die Sensorik ausgelesen wird bei größeren Lastaufnahmemitteln, dass hier die Lebensdauer und auch die Prüfzyklen dementsprechend optimiert und angepasst werden können. Also während des Prozesses bin ich flexibler, was den Ablauf angeht und kann mich selbst organisieren, wenn es um den Ablauf des Prüfprozesses geht. Mit der digitalen Spielwiese haben wir nun die Möglichkeit, dem Kunden neue Produkte, die wir haben, mit einem Webshop und auch mit Integrated Services näher zu bringen, aber auch den Kollegen im Innen- und Außendienst, die sich bisher mit Themen beschäftigt haben, Lastaufnahmemittel, Krane, also Dinge, Hardware, die irgendwo greifbar sind, können wir hier gemeinsam erleben und neue Prozesswelten und Möglichkeiten gemeinsam erarbeiten. Die Ziele, die wir mit der Ideenwerkstatt verfolgt haben, haben wir erreicht. Zum einen ist die Offenheit unserer Mitarbeiter gegenüber den Themen aus der Digitalisierung deutlich gestiegen. Und darüber hinaus konnten wir auch bei unseren Kunden deutlich höhere Verkaufserfolge erzielen. Und insofern kann ich das Fazit ziehen, dass wir mit der Einführung der Ideenwerkstatt den richtigen Weg eingeschlagen haben.